Hallo, Mimians. Willkommen zu meinem nächsten Let's Play Overwatch. Ich weiß ganz definitiv, dass euer oder einer eurer Lieblingsgems der Reaper ist. Let's Reap. Also, viele von euch wollen ganz oft Reaper sehen und ganz oft sehen, wie Reaper gespielt wird. Und deswegen gibt es als nächstes jetzt Reaper. Zuerst mal die Fähigkeiten. Reaper hat auch wieder eine Menge von Fähigkeiten, die unterschiedlich einzusetzen sind. Ja, ich fange mal gerade an, weil sie es gerade gut anbietet. Reaper kann sich teleportieren. Reaper kann sich relativ weit auch teleportieren, auch recht, ja, er kann sich auch halt auf höhere Distanzen teleportieren, das heißt jetzt auf Emporen zum Beispiel, wenn das gleich wieder ready ist, ich kann mich jetzt auch da hochporten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also Reaper ist da in der Hinsicht relativ mobil. Auf was man achten sollte, wenn man sich mit Reaper teleportiert, Reaper ist in der Hinsicht sehr empfindlich. Also während der Teleportation ist er sehr angreifbar. An der Stelle, wo er stand und an der Stelle, wo er stehen wird, das wird ja angezeigt, auch für die Gegner, muss man sehr aufpassen. Also man sollte die Teleportation nicht leichtfertig einsetzen. Wenn man weiß wie, wunderbar. Wenn nicht ganz sicher, dann nicht machen. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine schöne Stelle, die man benutzen kann. War vielleicht doch ein bisschen zu früh, weil irgendwie kommt da gerade nichts raus. Ja, als weiteres hat Reaper zwei Waffen. Reaper ist eher ein Nahkämpfer. Also er hat zwei Shotguns dabei, deswegen lieber als Nahkämpfer als Fernkämpfer. Auf der Entfernung macht er nicht wirklich Schaden, sondern der Schaden kommt, ja, eher im Nahkampf. Weil, wie gesagt, zwei Shotguns und Shotguns sind ja bekanntlich eher für den Nahkampf zuständig. Des Weiteren hat der Reaper eine Fähigkeit, dass er eine Zeit lang unbesiegbar wird. Das ist ganz gut, um aus einem Kampf zu flüchten oder sich halt zum Beispiel bei einer Bastion oder auch bei einem Reinhardt hinter das Shield irgendwie zu befördern. Oder halt in die Masse rein. Das muss man als Reaper auch schon mal tun. Ja. Das waren jetzt die groben Fähigkeiten, die Reaper so hat. Da wird er hoch teleportiert und das ist jetzt, wie gesagt, sieht das dann aus. Könnte dann nicht angegriffen werden, aber ja, gilt auch, also hält nicht besonders lange. Er hält jetzt, ich glaube, 4, 5 Sekunden. 8 Sekunden Abklingzeit. Also man kann es auch sehr häufig theoretisch einsetzen. Ja. Ihr seht auf der Entfernung nicht besonders viel Damage, auf dem Nahkampf sehr viel Damage. Da muss man immer aufpassen. Wow. Mit einem HP. Mit einem HP. I'm still alive. Ja, Reaper hat auch eine Passive. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Dafür brauche ich aber irgendjemanden, der stirbt. Ich bräuchte tote Menschen. Oh, tote Charaktere. Tote Spielhelden bräuchten wir. Die Passive, die wird auch nicht nur durch euch selbst ausgelöst, die wird auch häufig durch die anderen ausgelöst. Das meine ich jetzt mit Angriff. Man hätte vielleicht anders porten müssen. Ja, so kann, tot kann ich euch die Passive leider nicht zeigen. Aber da habt ihr es kurz bei ihm gesehen. Ich zeige es euch aber auch nochmal richtig. Hätte ich vielleicht am Anfang mal erklären können. Ja, ja, die Mimi. Die Mimi und ihre Erklärungsskills. Meine Erklärungsskills sind meistens nicht so gut, aber ich versuche trotzdem mein Bestes. So, jetzt nehmen die gerade schon den ersten Punkt ein. Das versuchen wir jetzt irgendwie aufzuhalten, weil darum geht es ja. Entweder ja, die Punkte zu beschützen oder eine Squad aufzuhalten. Das ist die Passive. Man ist quasi so eine Art kleiner Vampir. Na, man funkelt nicht in der Sonne, aber man ist ein kleiner Vampir. Und zwar hat man die Möglichkeit, wenn jemand gestorben ist, sozusagen das Blut zu saugen und dadurch Leben zu generieren. Das war jetzt die Ultimate. Ich musste ziemlich schnell entscheiden, ob ich die jetzt spielen will oder nicht. Die Ultimate ist auch sehr stark von Reaper. Ich habe damit auch schon einen Quadra-Kill erreicht. Das ist halt sehr nice. Reaper macht dann auch ziemlich viel Damage, noch mehr als er normalerweise macht, auch im Nahkampf. Und das halt auf multiple Gegner, das ist halt so um sich herum. Nicht nur in eine Richtung, sondern einmal rundherum. Das ist sehr stark, vor allen Dingen, wenn man sich mit der Shift in eine Gruppe bewegt und dann die Ultimate zieht, kann das sehr böse sein. Ich bin deswegen auch schon öfter mal gestorben, also da kann man ein gutes Play of a Game bei erzielen.
Es macht auf jeden Fall Spaß. So, wir verteidigen immer noch Punkte. Also das Team scheint auch nicht so gut zu sein. Normalerweise ist der Punkt einmal sehr schnell eingenommen in der Theorie. Aber diesmal irgendwie nicht. Boah, der McGee, der McCree, der ist böse. Der ist böse. Jetzt wird gerade wieder Punkt A eingenommen. McCree ist böse. Ist ein guter Counter für Reaper. Weil er gezielt mehr Damage macht. Wir sprayen ja eher so ein bisschen. Der McCree, der macht halt, ja, eher gezielten Damage. Aber ich glaube, unsere Mates, die kriegen das gerade ganz gut auf die Kette, das zu verteidigen. Ich weiß nicht. Also, die Aufnahme läuft übrigens gerade nachts. Wir haben bei mir jetzt 23 Uhr, also halb zwölf. Möglicherweise liegt es an der Uhrzeit, dass gerade nicht die besten Spieler online sind. Auch das letzte Let's Play, was ich aufgenommen habe, Mercy, war auch um diese Uhrzeit, so ungefähr kurz davor. Da ist die Ultimate. Böse, böse. Irgendwie nicht die besten Teams. Also ich habe die besten Teams. Oder ich hatte einfach... Jetzt war gerade wieder Defended davon. Overtime, ja. Die sind gerade am Einnehmen. Also wenn gerade ein Punkt aktiv umkämpft wird, gibt es immer Overtime für das gegnerische Team. Wenn wir das denn defenden können und die Overtime ist abgelaufen und keiner steht mehr auf dem Punkt, gewinnen wir so wie jetzt. Okay, das war kein besonders schönes Reaper-Game. Am Anfang habe ich zwei, drei sehr gute, schöne Kills gemacht, aber im Laufe des Games ist dann irgendwie ein bisschen stagniert. War ein schnelles Spiel. Wir schauen uns das Play of the Game an. Das war der Tabjörn. Ich glaube auch unser Tabjörn, ja, wie das aussieht. Unser Tabjörn hat einen guten Tower gestellt. Also die Position, die ist echt nicht schlecht gewählt und kann so den Punkt ziemlich gut defenden. Man hat nicht wirklich was gesehen, man hat nur gesehen, einen Tower schießt, aber war angeblich nicht schlecht. Das sah auch gut aus. Die Position war gut. Ja, das war's zu Reaper. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr wisst jetzt ungefähr, was Reaper kann. Ja, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten dürft ihr mich auch gerne mal in den Livestreams besuchen und live meine ja, Overwatch-Skills betrachten. Twitch.tv/Mimi1337, falls ihr Lust habt. Steht auch noch mal in der Infobox. Und ja, noch einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Bis die Tage und bis zum nächsten Let's Play. Ciao.